Siebte Rennen dann mit Lucky Luciano. Meine Eindrücke jetzt aus dem Probelauf von einem Kronos Online PK waren sehr gut. Lucky Luciano natürlich auch ein gutes Pferd. Glaubst du, dass es einmal für den Sieg reicht? Ja, Lucky Luciano ist letztes Rennen wirklich extrem stark gelaufen. Das ganze Rennen Todesspur und war ein Einlauf nicht weit weg vom Sieger. Und ich glaube, wenn er wieder so geht wie letzte Start, hat er auf jeden Fall eine Siegchance. Von Herrn Meyer, das Pferd war von Gerd, war im Probelauf sehr gut. Also beginnt auch sehr schnell, meine ich auch. Aber ich glaube, wenn er die Leistung bestätigt vom letzten Start, ist der 1-2. Siebte Tagesprüfung, PC-Rennen, sponsert bei, zu Besuch bei den Trabrennpferden mit einem Jahresdebütanten mit Kronos und Lime BK, der, glaube ich, schon zweimal heuer auf der Bahn war. Einmal als Begleitpferd in einer Quali, da ist er mir nämlich aufgefallen, da habe ich bei der Conny nachgefragt und das letzte Mal auch im Probelauf noch gut zu einer bezaubernden Genie aufgelaufen. Einzig, was jetzt noch übrig bleibt, war er dann doch noch nicht so weit, hat es eine Verletzung gegeben. Warum die Pause? Die Pause, weil er dreijährig war und die Pause, weil er beim letzten Start also nicht mehr so entsprochen hat im Baden, wie wir wollten. Das war zwar, ja, wenn ich mich recht erinnere, ein gehobenes Rennen, also ein sogenanntes Standardrennen. Habe ich ihn an die Führung schicken wollen und dann hat er einen Break gemacht. Entweder ich habe zu viel wollen oder er hat sich selbst überschätzt, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle nachher war er nicht mehr das Pferd, auch in der Arbeit nicht. Und dann haben wir ihm Pause gegeben, relativ eine anständige, längere Pause. Und dadurch ist er jetzt mit frischen Kräften wieder am Ablauf? Ich würde sagen, frische Kräfte, also mich hat er schon sehr beeindruckt. Hat er da drei- auf vierig doch jetzt noch einen großen Sprung gemacht? Das kann man immer schwer sagen, wie groß der Sprung ist, aber er hat sich entwickelt, das kann ich sagen. Und es ist ein Pferd, von dem ich schon einiges mir verspreche und ich halte auch sehr viel von ihm natürlicherweise. Wir werden ihn schon so vorbereiten, auch jetzt mit den Rennen, dass wir dann für die Saison ein anständiges Pferd zur Verfügung haben. Und deswegen, wenn es leicht geht, dann werden wir natürlich versuchen, hier in Top zu sein. Wenn er irgendwelche Probleme haben sollte, dann wird man ihn nicht überfordern. Siebte Tagesprüfung mit Claudine, zweite Reihe, dem sind nicht optimal, die könnte eigentlich gut beginnen. Ja, die kann gut beginnen. Okay, das eine wurde aufgemacht, dann ist es einmal so mit ausschreibungsmäßig, aber zweite Reihe. Ja, das Feld ist halt ja, nicht so besonders, also da kann man schon gutes Geld erwischen.